Dieses Jahr machen wir mit Lichtaktionen überall auf der Welt auf das Schicksal von bedrohten Menschen aufmerksam. In Berlin setzen wir uns für Fatima Hussein Badi aus dem Jemen ein. Sie wurde in einem unfairen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt, weil sie angeblich ihren Ehemann ermordet haben soll. Ja, wir sind hier, weil wir einstehen gegen Todesstrafe. Immer wieder. Macht das Sinn und warum? Ja, das frage ich dich. Ja, ich finde, es macht Sinn. Zum Beispiel gestern, ja. Man lese im Spiegel, Mumia Bujamal ist nicht frei, aber das Todesurteil wird nicht vollstreckt. Und er war immerhin 30 Jahre, fast 29 Jahre jetzt in Death Row. Also es scheint ja irgendwie sich doch zu bewegen. Ja, und ich habe auch heute gelernt, dass ein Drittel aller Briefaktionen, die gemacht werden von uns Amnesty-Mitgliedern, tatsächlich Erfolg haben und dazu führen, dass die Verurteilten entweder freigelassen werden oder die Strafe zumindest gemildert oder in eine andere Strafe verwandelt wird. Es ist auf jeden Fall so, dass ohne Amnesty und ohne Leute, die engagiert sind, da gar keine Bewegung ist. Der ganze arabische Frühling, würde ich sagen, hat weltweit was ausgelöst, oder? Auch Mut. Absolut. Für viele andere, für viele Menschen in anderen Ländern. Und heute sind wir hier, um viele Menschen dazu aufzurufen, die Briefaktion mitzumachen.